Hallihallo, mein Name ist Frank Bergholz von den Showagenten oder wie mich viele kennen als DJ Frankie B. Ich befinde mich im legendären Club Silver Wings in Berlin, direkt am historischen Flughafen Tempelhof. An meiner Seite der Chef vom Silver Wings, Harmen de Kaiser. Schön, dass wir da sein dürfen. Hallo Harmen. Kurze Frage, wenn man das Logo sieht mit der Hungerhake und dann seit 1948. Dann ist ja im Silver Wings schon sehr, sehr viel passiert. Was war denn hier ab 1948? Also Silver Wings ist gegründet worden, um als Entertainment-Objekt für Unteroffiziere und Airmen zu funktionieren. Und die waren natürlich auch während der Luftbrücke die ganze Zeit mit Arbeiten beschäftigt. Und um dafür zu sorgen, dass sie auch ein bisschen Entertainment hatten, gab es diesen Club, um Socializing zu machen. Was relativ gut funktioniert hat, sozusagen. Und um das nochmal ein bisschen deutlich zu machen, wie lange Silver Wings Club existiert. Seit 1948 haben wir auch die authentische Musik seit 1948 darunter geschrieben. Ja. Und tatsächlich bestehen wir ja schon so lange. Ja. Das älteste, was man Club nennt in Berlin. Silver Wings seit 1948, das ist ja eine lange Strecke. Hier finden ja viele Veranstaltungen statt, wie du sagst, also mehr als Event-Location. Wahrscheinlich aufgrund der nostalgischen Umgebung. Also das sieht hier sehr, sehr nach Revival aus. Wer noch nie im Silver Wings war, der sollte sich das mal angucken. So ein Club findet man sehr, sehr selten. Hier ist richtig im größeren Stil eine nette Wohnzimmeratmosphäre. Richtig, ja? So ist es. Und das finde ich gut. Also nicht diese anonymen großen Hallen. Also das macht das Silver Wings sehr sympathisch. Und man kann von allen Richtungen gleichermaßen kommen. Wir sind hier relativ zentral. Zentralflughafen Tempelhof. Und die öffentlichen Verkehrsmittel vor der Tür. Taxen vor der Tür. Parkplätze vor der Tür genügend. Ja. Da stellt man sich nicht die Frage, wie komme ich nach Hause, wenn ich was getrunken habe? Wie gesagt, da sind die Öffentlichen vor der Tür, das Auto steht auf dem Parkplatz, wo es nicht jede Stunde 5 Euro kostet. Richtig. Ja, das sind gute Sachen. Zwei Floors hast du. Richtig. Das heißt, man kann zwei unterschiedliche Musikrichtungen spielen, ohne dass man sich da ins Gehege kommt. Ne? Genau. Dann haben wir hier eine niedrige Decke. Was ich rumgesprochen habe bis zu mir, wir haben hier einen sehr, sehr satten Sound mit drin und da sind wir beim Thema Revival und Sound. Soundpartys fanden hier auch statt. Was gab es noch so? Ja, Soundparty machen wir als Revival Party und wir machen dem Linientreu Revival Party. Wir arbeiten gerade an einem Uncle Sally's Revival Party. Ja. Wir machen schon seit Jahren die Eis am Stiel Party mit Rock'n'Roll. Im Silver Wings sind also auch die legendären Eis am Stiel Partys. Richtig. Wann läuft die denn? Die Eis am Stiel Party läuft immer am dritten Samstag im Monat. Ah, okay. Regelmäßig. Und das regelmäßig, also seit ungefähr 15 Jahren jetzt. Wenn das Silver Wings seit 1948 besteht, da waren doch hier Stars und Sternchen ohne Ende, oder? Kannst du ein paar Namen nennen? Ja, also da war ich natürlich nicht selbst dabei, aber tatsächlich hatte ich hier mal, als ich angefangen bin in 1997, eine Band, Dr. Feelgood, vielleicht erinnert sich jemand daran, die tatsächlich auf mich zugekommen sind, hier ein Konzert gespielt haben und tatsächlich gesagt, ja, och, wir waren hier schon mal ein paar Mal. Also in der Zeit von den Amis haben die auch schon mal hier gespielt. Und in meiner Zeit hatten wir hier, recent noch Boris Hoss hier auf der Bühne. Und wir hatten Queens of the Stone Age hier, wir hatten Billy Talent hier, die Hazy Dixie ist auch mal vielleicht ein bekannter Name. Also die unterschiedlichsten Acts haben hier auch gespielt. Viele Leute sprechen mich an, die sind so, sagen wir, 35 plus, klein bisschen jünger als wir. Und die kommen immer mit der gleichen Frage. Sag mal, wo kann unsere Generation denn hin und wieder mal tanzen gehen? Und irgendwann dachte ich dann, da muss es doch für die Leute eine Veranstaltung geben, wo ihre Musik läuft, die man sofort kennt, die man liebt, wo man Erinnerungen dran hat. Und jetzt dachte ich mir, ach, Glitzersacko und Schlager, machst du aus einem silbernen Sacko einen Goldsacko und machst viel Disco. Und die Location, jetzt kommen wir nochmal zum Silver Wings, ist so aufgebaut, wir haben hier zwei Floors, dass wir auf einem Floor anfangen können und das dann, wenn sich die Party besser etabliert hat, auf den zweiten Floor ausweichen können. Das finde ich eine gute Sache.
nachdem wir gesagt haben, wir sind im legendären Ballhaus, wo schon zur Disco-Zeit getanzt wurde, sind wir jetzt ein wenig zentraler im legendären Silver Wings. Genau, man muss sich auch bewusst sein, dass Silver Wings komplett unter Denkmalschutz steht. Ja. Also intern, das Gebäude steht sowieso unter Denkmalschutz. Also es ist ein historischer Ort und es ist das einzige Objekt, was noch authentisch aus der alliierten Zeit übrig geblieben ist. Und jetzt bringen wir die entsprechende Musik von damals hier wieder rein. 2019 wird es so sein. Und besucht unsere Partyreihe, die neue, mit der alten, guten Musik und Disco-Zeit von heute. Viel Disco. Herzlichen Dank an den Chef, Harmen de Keyser. Dankeschön, dass ihr da wart. Gerne. Und bald Party machen kommt. Und wir kommen wieder.